Ja, Simon, da sind wir wieder. Ja, live und in HD. Ist wir tatsächlich müssen, so. Wir sollten live drauf sein, ja? Ja, siehst du schon, ob irgendjemand anders da ist, außer wir, oder dürfen wir noch über unsere Nachmittagsroutinen und Mitternachtssnacks? 18 Teilnehmer sind schon da. Also es ist jetzt nicht mehr ganz privat. Nicht mehr ganz privat, genau. Oh, 24, 25. Oh, es geht schneller als beim letzten Mal, oder? Also es ploppt hoch. Ich glaube, wir sind alle heiß auf die Preise. Wäre schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ich glaube, es sind ein paar Wiederholungstäter mit dabei, haben ja richtig viel gutes Feedback bekommen und haben deswegen auch, wer jetzt schon mal mit dabei ist, tatsächlich ein bisschen aufmunitioniert. Neue Webcam, die sogar 4K kann. Besserer Ton. Los bei der Optik des Moderators. Hat heute nur noch der Haarschnitt gereicht, ansonsten kein Make-up. Also wenn wir jetzt noch näher rangehen an die Kamera, glaube ich, dann müssen wir mich ein bisschen abpudern langsam. Ja, ich fange mal wieder an hier, ne? Simon, ja. Wir sind ja noch nicht offiziell. Der offizielle Start ist erst, wie angekündigt, um 18.15 Uhr. Wir sind jetzt hier gerade wieder in unserer Vorblänkelei, wie wir es immer nennen. Ja. Wir warten einfach so ein bisschen ab, dass auch wirklich alle Leute hier nach und nach reinkommen. Schön, dass da schon wieder der ein oder andere Bekannte, die Bekannte mit am Start ist. Ich scroll hier durch die Namen. Wir lesen wie immer nichts laut vor, aber das freut mich extrem. Freut uns alle extrem. Das heißt, irgendwie so unser kleines Format kommt, glaube ich, so ein bisschen an. Das ist jetzt das zweite Mal erst in dieser Runde. Das erste Mal hatten wir ja noch getestet, sozusagen im kleinen Kreis mit unseren Business-Partnern. Und ja, heute zweites Franken-Derby, irgendwie das echte Franken-Derby, finde ich, ne? Gegen Bamberg. Da haben wir gedacht, fahren wir das Ganze nochmal auf und gucken, was geht. Ja, definitiv, auf jeden Fall. Und auch spannend auf jeden Fall zu sehen natürlich, was heute auf dem Feld passiert. Aber umso schöner ist, dass wir hier in der Halle vielleicht jetzt auch mit dem etwas größeren Weitwinkel vielleicht auch dem einen oder anderen, ich schwenke die Kamera mal kurz so ein bisschen, leichtes Turnhöllen-Feeling zumindest geben können hier. Ja, also hinter uns sehen wir schon auch die Banner von den Youngsters wurden wieder ausgelegt. Hinter uns wird schon fleißig trainiert. Man hört vielleicht ein paar Basketbälle dopsen. Man hört wahrscheinlich auch ein paar Rufe. Also wir hoffen, wir können so ein bisschen was von dieser Turnhöllen-Atmosphäre jetzt zu euch schicken. Wobei wir sagen müssen, es ist quasi ein Reiskorn gefühlt, ne, in einem Kofferraum, was wir transportieren können im Vergleich, weil normalerweise wäre das ganze Auto vollgepackt, wenn natürlich auch die Arena offen gewesen wäre für Fans, dann wäre natürlich auch jetzt vorm Spiel hier schon ordentlich Ballung und das vermissen wir sehr. Das muss man jetzt auch, glaube ich, mal aussprechen. Noch zur Erklärung vielleicht, Simon, für alle, die heute ganz neu am Start sind. Ah, ja. Wir haben hier so drei Standorte aufgebaut in der Oliver Arena. Wir haben oben den besten Blick vom Hallendach, wo du sitzt. Dann haben wir unten hier direkt Courtside mit Blick Richtung unsere Auswechselbank und wo sich eben unsere Jungs aufwärmen. Gleich unser erster Talkgast wird der Assistant Coach Steven Key sein. Und danach schalten wir dann raus zu Jens Staudenmeier von der Easy Credit BBL und danach wieder rein hier Courtside zu uns mit Philipp Galewski, Geschäftsführer von Brose Bamberg. Also buntes Programm auf jeden Fall. Du wirst gleich wieder nochmal das wiederholen um 18.15 Uhr. Wie gesagt, geht es offiziell los für die jetzt gerade erst neu reingerutscht sind. Die Zahl der Zuschauer steigt nämlich, wie ich beobachten kann. Das finde ich schön, dass du das so sanft einfließen lässt. Es steht so ganz fett auch im Regieplan mit Ausrufezeichen, wann ich was sagen darf. Aber schön, wie du das jetzt gesagt hast, das darfst du auch gerne dann nochmal um 18.15 Uhr sagen. Aber ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir den Kollegen von Magenta Sport jetzt irgendwie Konkurrenz machen. Aber für so einen kleinen Basketballverein wie S. Oliver Würzburg ist das schon ein bisschen Turnhöllen-TV, was wir hier gerade veranstalten. Und heute sogar auch wieder, ne? Mit einem Partner. Das ist schon geil. Also es kommt auch bei unseren Businesspartnern an. Du hast Tickets in der Hand. Heute das Ganze präsentiert von DB Regio Bayern. Also eine richtig schöne Sache dabei. Wann ist man das letzte Mal Zug gefahren? Ne? Habe ich mir so bei der Vorbereitung gedacht. Stimmt, also, das ist echt schon Ewigkeiten her. Ich ständig gefühlt. Bei mir war es, glaube ich, wirklich die letzte Zugfahrt war. Ich glaube, es war damals zum Auswärtsspiel nach Hamburg hoch oder so. Das ist jetzt schon weit über ein Jahr her, also es ist irre. Ansonsten also ich bin auch seit Corona kein Zug mehr gefahren, das kann ich auch ehrlich sagen. Und das letzte Mal war, glaube ich, nach Nürnberg. Okay. DB Regio auch tatsächlich. Und wenn ihr mal wieder dann ordentlich fahren wollt, also die Bahn fährt natürlich auch in tatsächlich Corona-Zeiten, aber wir haben von DB Regio Bayern tatsächlich zweimal 100 Euro Bahntickets. Also und für 100 Euro, da kommt man schon ein bisschen rum, würde ich sagen. Ne? Also
Da kann man die Familie gerne auch mal einpacken und mal einen kleinen Ausflug machen. Und es gibt ja schöne Ziele auch in Franken, wo man hinfahren kann. Jetzt vorab können wir, glaube ich, noch ganz fair sagen, dass ja auch Bamberg angeblich eine recht schöne Innenstadt hat. Zwar nicht das bessere Basketballteam und ansonsten will ich jetzt auch nicht so viel über Bamberg noch quasi kitzelnd sagen in diesem Derby-Feeling, aber gibt schon ein paar Ecken, wo man nochmal besuchen kann, auch mit der Bahn auf jeden Fall. Und wer jetzt schon ein bisschen zu Hause nochmal sagt, so ein bisschen mehr Hallenatmosphäre wäre noch cooler. Wir haben zumindest noch was Kleines Digitales, was wir euch quasi aus der Halle nach Hause schicken können. Das ist nämlich unser digitales Hallenheft. Also Tip-Off, das Hallenmagazin haben wir genauso wieder erstellt und natürlich auch mit Inhalt wieder reingepackt, damit ihr auch zu Hause vielleicht so ein bisschen digital durchblättern könnt, was ihr normalerweise macht, wenn ihr hier in den Sitzschalen sitzt, bevor es eben losgeht mit eben dann normalerweise eben vollen Rängen und einer ordentlich pickepacken vollen S-Oliver-Arena. Ich gucke gerade so ein bisschen nervös rüber. Bei dir sieht man es im Hintergrund auch. Ne? Die Jungs sind mitten im Warm-up. Steven Key wird ja unser erster Gast sein heute. Aber die Kollegen ziehen den dann gleich raus. Und dann wollen wir mal hören, wie er so die sportliche Situation gerade aktuell einschätzt als unser Assistant Coach. Ist ja nicht ganz ohne Druck. Ne? Ich meine, der Dennis hat es ganz offen angesprochen. Klar, Druck ist da. Abstiegskampf mittendrin. Ja. Aber irgendwie überwiegt dann doch die Freude derzeit, dass wir heute... Ja, leider nicht ganz mit voller Kapelle, aber doch mit allen Importspielern zumindest wieder spielen können. Ja, und also wenn es dann so ist, ist es zum allerersten Mal, dass, glaube ich, Brackett Chapman, Murphy Holloway und Robert Lowry auf dem Feld stehen, oder? Die waren zu dritt, glaube ich. Ich glaube, ja. Nicht dabei sein kann heute leider der Nils. Sehr gebeutelt diese Saison. Jetzt auch mit Erkältung, mit Magen-Darm wieder raus, leider. Und Jonas Weitzel. Hat sich wohl eine Sache an der Schulter zugezogen im Training die Woche. Also das kann ich hier an der Stelle schon mal ausplaudern. Ja. Die beiden Youngster, auf die müssen wir leider verzichten heute. Gute Besserung an der Stelle. Ich weiß, Sie können jetzt nicht zuschauen, aber trotz alledem, in der Saison haben wir schon öfters mal gute Besserungen rausgeschickt und das wollen wir auch beibehalten, weil natürlich auch, wenn sie leider verletzt sind, aber wer zu unserem Team gehört, der gehört zu unserem Team. Das ist die Basketballfamilie und das werden wir auch weiterhin so durchziehen. Ja. Genau, also nochmal sind doch nochmal jetzt 10, 15 Leute dazugekommen. Ist noch nicht der offizielle Start, falls ihr euch denkt, was machen die zwei? Noch wird getrunken. Vielleicht können wir wieder nach Hause anstoßen, Simon. Vielleicht hat sich ja der ein oder andere das SOW-Wohnzimmerpaket nach Hause gestellt mit dem Distelhäuser-Bierchen. Also, falls jemand ein Bier zu Hause hat, öffnen in 3, 2, 1. Oh, zopf dies. Ja, also. Meine Maus hier ganz. Ganz wild wie beim letzten Mal? Ja, ich habe diesmal den Bildschirm ein bisschen kleiner gemacht und deswegen bin ich nicht mehr jetzt ganz so nervös, wenn da quasi dieser Cursor über die Grafik hin und her slidet. Aber ja, das letzte Mal hast du mich damit schon ein bisschen bekommen. Leicht verwirrt, aber ja. Also nochmal für alle, die jetzt dazugekommen sind, herzlich willkommen zum zweiten offiziellen Pre-Camp Talk, unserem Turnhöllen-TV, könnte man es auch nennen. Wir haben verschiedene TV-Stationen für euch aufgebaut. Ihr könnt, wenn ihr tatsächlich jetzt zu Hause auf dem fetten Fernseher-Screen das Ganze seht, uns in HD sehen. Wir haben die Kamera aufgemotzt und wir haben auch die Kamera unten aufgemotzt. Also nicht nur bei Steffen, sondern eben auch vor allem bei Courtside, unserer Station, die unten aufgebaut ist, neben meinem quasi Tribünen-Office, könnte man sagen, hier oben in der Regie. Sitzt eben Steffen dann noch an der Seitenwand und eben die dritte Station ist dann unten direkt, wo wir dann auch zu Steven Key schalten werden, am Spielfeld ran. Da sieht man dann die Jungs sich hinten dran auch aufwärmen. Vielleicht auch eine bekannte tatsächlich Perspektive für den einen oder anderen, der sonst im Stehblock zu Hause ist und dann quasi über die Schultern quasi dann auf das Spielfeld guckt und sich so ein bisschen dann normalerweise warm macht für das, was dann auf dem Spielfeld passiert und was auch neben dem Spielfeld passiert, was ja normalerweise bei so einem Derby ordentlich ist. Wir erinnern uns, das letzte Mal gegen Bamberg, als wir hier angetreten sind, da war Corona noch quasi ein kleines Fragezeichen dahinter, was das bringen wird. Und dann war es am Ende das letzte Heimspiel mit Fans. Dennis Wucherer damals seinen Vertrag verlängert, intensives Spiel, 3 Viertel bombastisch gespielt und im 4. Viertel leider eingeknickt. Ansonsten wäre es tatsächlich die erste Mannschaft gewesen, damals noch mit Skylar Boland, Jordan Hulls und Co., die Bamberg in Bamberg geschlagen hätte und auch zu Hause. Weil das waren ja tatsächlich die legendären Jungs auch mit Luke Fischer und Co. Also das wäre was gewesen das letzte Mal, als noch Fans in der Arena sind. Ja, vielleicht holen wir es ja heute nach.
wird man ein bisschen wehmütig, ne? Vor allem, wenn man die Bilder von damals anguckt. Voll. Also ich habe die Instagram-Postings angeguckt, auch wie sich Brackert da warm gemacht hat. Hier im Hintergrund war schon so eine Dunstglocke über dem Stehblock, weil du gewusst hast, dass das schon richtig angefeuert, ne? Und dass da richtig Emotion schon drin ist. Ja, da hat man ein bisschen, Tränen waren jetzt nicht in den Augen, aber Wehmut ist, glaube ich, genau das richtige Wort. Ja. Absolut. Absolut, aber es geht den Bambergern ganz genauso. Auch vorhin von Bamberger Seite aus das Posting, ey, das war unser letztes offizielles Pflichtspiel vor Zuschauern. Also immerhin war es dann im Frankenderby damals, ne? Aber gut. Wir hoffen, ne? Also, schauen wir mal, was heute passiert. Ja, genau. Ich hab Bock auf das Spiel. Ja, das auch. Und tatsächlich, das wird ja auch ein Thema sein, ne, Steffen? Wir haben ja auch tatsächlich hochkarätige Gäste wieder. Das heißt, wenn wir dann später quasi rausschalten diesmal aus der Halle, dann schalten wir zu Jens Staudenmeier, der ist kaufmännischer und sportlicher Leiter der Easy Credit BWL. Der kann uns tatsächlich einen Ausblick geben, welche Planungen laufen denn schon, auch für die nächste Saison, welche Planungen laufen für die Playoffs etc. Das wird wirklich spannend zu sehen und wir freuen uns sehr, dass er da auch sich die Zeit nimmt und mit dabei ist. Du sprichst an, wir haben volles Programm heute. Es ist 18.12 Uhr jetzt hier bei mir. Ich würde mich so langsam mal in die Regie verziehen, nach hinten mein Bild ausknipsen. Und ich sehe nämlich, dass Stephen Key auch schon bereit ist. Dann schaffen wir vielleicht unser volles Programm auch wirklich bis zum geplanten Ende um 18.45 Uhr durch und wollen da jetzt hier richtig viel Abwechslung reinbringen. Viel Spaß beim Pre-Game Talk, Simon, dir viel Spaß. Und wir sehen uns später. Ja, und pass auf die Maus auf, bitte, ne? Ja, ich bin fett nervös. Ja, dann sage ich herzlich willkommen hier aus meinem kleinen Tribünen-Office-Plätzchen, das ich mir eingerichtet habe hier mit Cam und Co. Ich hoffe, ihr habt mit der HD-Kamera jetzt noch einen besseren Blick unten auf die Halle, wie die Jungs sich warm machen für das Franken-Derby heute. Und sage herzlich willkommen natürlich zum Basketball-verrücktesten Zoom-Call wieder, den Würzburg je gesehen hat. Runde 2 jetzt beim Pre-Game Talk. Es ist ein bisschen Turnhöllen-TV, was wir euch bieten. Und wir freuen uns sehr wirklich, dass ihr so zahlreich euch wieder registriert habt und mit dabei seid. Wir haben auch wieder zahlreiche Gäste mit dabei. Das heißt, unser Assistant Coach Stephen Key wird über die Schlüsselfaktoren der Saison und natürlich auch des heutigen Spiels mit uns reden können. Auch was die aktuelle Situation der Verletzten oder in diesem Fall wieder der Genesenen natürlich auch betrifft. Und wir schalten auch mal nach Kölle. In diesem Fall angesprochen zum sportlichen Leiter der BBL. Schauen so ein bisschen auch in die Zukunft, sprechen über die Gegenwart, sprechen nochmal das Thema Superliga, Fußball etc. an. Und als letztes, alte Tradition, quasi fast schon in Ausgabe Nummer 2, wir reden mit dem Geschäftsführer unseres Gegners. Einfach auch, um mal ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken. Und auch wenn der heute natürlich ein bisschen mehr Zunder drin ist, wenn es im Franken-Derby gegen Bamberg geht, aber trotz alledem wollen wir natürlich auch da sportlich fair nachfragen können und freuen uns auch sehr, dass er der Geschäftsführer, der Gegner, der heute in der Halle ist, sich dann auch an unserer Station Courtside, wie wir sie getauft haben, dann neben dem Spielfeld dann dazu schalten wird. Neben unserem Zoom-TV, was wir jetzt machen, haben wir noch eine wirkliche Premiere heute. Denn heute wird in der Halle auch jemand sein, der für alle da draußen ein Radio bringen wird, nämlich ein Spielradio, eine komplette Übertragung tatsächlich im Online-Modus über einen Online-Stream von Bena On Air und das wird kein geringerer in dem Fall oder keine geringere Co-Kommentatorin dann auch an der Seite sein, nämlich in diesem Fall Frau Nowitzki, hätte ich fast gesagt, aber offiziell heißt sie ja Silke Meier, die Schwester von Dirk Nowitzki, die ihr Basketballwissen natürlich auch damit reinschmeißt, hat ja selber viel gespielt und ich glaube, in der Familie Nowitzki ist das Thema Basketball immer da. Sie hat auch ein bisschen gewitzelt, dass sie mal bei ihrem Papa nachfragt, weil der das Geschehen rund um SLW Würzburg vielleicht sogar noch einen Tick intensiver verfolgt als sie. Sind wir gespannt, welche Details sie auch mit reinpackt und ihr seid herzlich eingeladen, dieses quasi Fanradio, was natürlich auch für Sehbehinderte oder auch Blinde geeignet ist, um das Spiel zu verfolgen. Da könnt ihr gerne auch mal reinschalten. Alle anderen können natürlich aber auch Magenta TV einschalten. Das Ding wird natürlich auch wieder live und in HD nach Hause gestreamt. Ja, wir hoffen, der Pilotversuch kommt gut bei euch an und wir werden sehen, was aus diesem Clubradio auch wird. Und das ist soweit unsere kleine Vorschau auf das, was kommt. Was wir jetzt haben, ist natürlich unser TV. In dem Fall tatsächlich haben wir auch wieder herzliche Preise für euch. Fettes Dankeschön schon mal an die DB Regio Bayern. Sie hat nämlich hier, ihr seht schon, 2 schöne Gutscheine spendiert. Heißt, unter allen, die sich heute registrieren und in diesem Format mit dabei sind als Gäste, ihr habt die Chance, tatsächlich einen von diesen Gutscheinen zu bekommen. Wir verlosen den ganz fair und schön, dass ihr mit dabei seid und vielen Dank nochmal an die DB Regio Bayern, dass sie uns quasi als Sponsor und Kooperationspartner für diesen Stream zur Verfügung steht und mit dabei ist. Ihr habt natürlich auch wieder die Möglichkeit, mit dabei zu sein. Keine Angst, wir wissen, es ist euer Feierabend, ihr müsst nicht
jetzt noch den Laptop rausholen, die Kopfhörer aufsetzen, den nächsten Call machen, weil, ja, ich glaube, Zoom-Calls haben wir schon genug gehabt im Arbeitsalltag. Ihr könnt ganz entspannt auf der Couch sein, aber ihr könnt gerne mit eurem Handy mittippen. Es gibt nämlich hier unten den Button F und A. Steht für Frage und Antwort. Und da könnt ihr quasi gerne eure Fragen stellen und wir versuchen, die dann noch einzubauen in unseren Stream mit den Live-Gästen, mit Steven Key eben zum Beispiel, dem sportlichen Leiter der BBL oder eben auch dem Geschäftsführer von Große Bamberg. So, also, Gewinnspiel ist erwähnt. Wie gesagt, ihr müsst eigentlich fast nichts machen, außer dranbleiben. Und 18.20 Uhr wollten wir runterschalten zu Steven Key. Steffen in der Regie, wenn du willst. Ich bin mit meinem Text, den ich mir leicht vorbereitet hatte für heute, auch gleich durch. Also wenn ihr wollt, könnt ihr Steven schon ranrufen. Ja, das schaut schon sehr gut aus. An dieser Stelle Chris Diehl, auch kurz nochmal da gewesen. Steven, schöne Grüße nach unten. Du verstehst mich, alles gut? Alles gut, danke. Ja, herzlich willkommen, Steven Key, zu unserem Pre-Game-Talk, so kurz vorm Spiel. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich weiß, es ist intensiv, man... Ja, ist im Warm-up richtig mit eingespannt als Assistant Coach auch, aber danke für die Zeit. Und die wichtigste Frage natürlich ist erstmal, wie viele Spieler haben wir heute zur Verfügung? Wer ist alles wieder fit und können wir Bamberg heute schlagen? Was meinst du? Wir sind immer fit. Ja. Na, schade, dass aber wir sind fast komplett. Aber erstmal diese Saison seit lange, aber der Jonas Weitzel ist nicht mehr dabei heute, weil er vor ein paar Tagen im Training irgendwas mit einem Schulter hat. Und er spielt heute nicht. Ich glaube, das ist nicht so schlimm, aber trotzdem, wir würden gerne auf einmal seit wie vielen Monaten irgendwie mit der ganzen Mannschaft, aber wir schaffen das irgendwie. Aber unter der Woche habt ihr tatsächlich dann zum allerersten Mal die Möglichkeit gehabt, jetzt in diesen 10 Tagen Pause mal mit allen zu trainieren, oder? Das war ein gutes Gefühl, weil es war ja eine wirkliche schwierige Saison mit so vielen Verletzten. Das haben wir ja noch nie erlebt. Hast du das schon mal erlebt? Nein, überhaupt nicht. Aber wo wir die letzten 5, 6 Jahre zusammen mit Dennis, wir haben auch gleich gesagt, dass das ist bei uns fast, sagen wir mal, für 4 Jahre haben wir genauso wie viel Verletzungen, das wir jetzt haben, in 5 Monate, in 5 Jahren oder so. Aber so ist das. Das ist eine wahnsinnige Saison, weil Corona mit neuer Verpflichtung, wer startet, wer nicht, mit Bob oder ohne Bob, was, es ist einfach zu viel und es irgendwie passt. Ne? Ja, wie habt ihr es denn gemacht eigentlich? Also ihr musstet euch ja immer wieder auf neue Konstellationen einstellen. Ne? Also wer spielt jetzt eigentlich zum Beispiel auf der großen Position? Dann kamen neue Spieler mit rein. Heißt das auch, dass ihr das Training eigentlich umstellen musstet? Ja, für mich, ich muss nicht viel machen, das ist auf Dennis Kappe. Der muss das immer, ja, manchmal kurzfristig vor 5 Minuten kommt jemand und sagt, ey, meine Rücken oder irgendwas passt nicht oder von gestern oder keine Ahnung. Aber das ist schwer für einen Headcoach irgendwie, einen Trainingsplan vorzubereiten und das alles korrigieren und alles, aber es ist schlimm, aber irgendwie nach 5 Monaten sind wir daran gewöhnt, dass das so jeden Tag ist und ja, das ist normal für uns jetzt. Was man gesehen hat, deine Aufgabe ist ja dann die Videovorbereitung, ne, den Gegner so ein bisschen ausgucken. Kannst du ein bisschen verraten, was heute der Schlüssel sein wird, um gegen Bamberg zu bestehen? Ja, jeder weiß, die sind eine sehr große Mannschaft. Die sind sehr stark durch die Internationalspiele zu kommen und so. Die spielen ganz ordentlich und die haben ein paar dynamische Spiele in Thiele und in Hall. Man muss ein bisschen immer aufpassen auf die zwei, aber ich glaube, wir müssen aufpassen auf jede. Bei uns ist es ein richtiges Spiel, wie du gesagt hast, ein Derby-Spiel. Und wir versuchen, Bestes zu spielen, als wir, sag mal, vor 40 Minuten, als wir schon vorher. Wir wissen, wir können 10 Minuten spielen, 20 Minuten spielen, aber das ist ganz wichtig für uns, dass wir versuchen, zusammen 40 Minuten zu spielen. Und wie wichtig ist es zum Beispiel auch, dass zum allerersten Mal Brecker Chapman, Robert Lowry und Murphy Holloway zum Beispiel auch mal zusammenspielen können? Das ist ja auch ein starkes Trio dann. Ja, genau. Man denkt immer, was passiert, wenn wir haben die drei immer vom August bis hier jetzt. Würden wir nur 8 Spiele nur gewonnen, wer weiß. Aber ich denke nicht. Ich denke, dass wir wieder auf jeden Fall ein paar mehr Spiele gewonnen haben. Aber das ist für uns eine richtig gute Feeling. Ich glaube auch für die Mitspieler, dass jeder weiß, ich gehe raus, die 3 bis 5 Minuten gibt mir alles. Und die nächste kommt und macht es genauso. Früher können wir nicht machen, weil wir waren zu wenig. Mit so einem Tempo, einem höheren Tempo zu spielen. Aber jetzt, wir versuchen das jetzt. Und es war natürlich auch, muss man sagen, ja, eine große Last für die jungen Spieler. Ne? Also ein Julius Böhmer, Jonas Weitzel, wie du erzählt hast, auch.
Die haben in der Saison natürlich auch viel auf ihren Schultern gehabt, aber sie haben sich dadurch auch weiterentwickelt, oder? Das hat man auch im Training gesehen und auch in Spielen. Auf jeden Fall. Man hat das nicht vom Anfang der Saison geplant, aber die waren bereit, die trainieren mit mir und auch mit unserem anderen Co-Trainer, mit Enrico. Und die sind jeden Tag da bei dem Development Training und alles individuell. Und die machen das Ganze sehr stark. Und die waren immer bereit, irgendwie was ein paar Minuten zu spielen für uns. Manchmal war das 3 Minuten, manchmal war das 10 Minuten oder 20 Minuten. Aber Gott sei Dank, dass die waren bereit. Ne? Ja, und konnten ihre natürlich auch Punkte ne, sammeln in der BBL. Das ist natürlich auch wichtig, da auch die Statistiken schon mal hochzuschrauben. Das tut einem jungen Spieler natürlich auch gut. Ja. Letzte Frage, bevor ich dich wieder zurücklasse. Ich weiß, du musst fast gleich wieder auch los. Ja, kein Problem. Es war ja bis jetzt so, dass Heimspiele für uns eigentlich kein Heimvorteil waren, weil die Fans ja auch gefehlt haben. Wie sicher bist du, dass das mit Fans anders gewesen wäre schon, oder? Auf jeden Fall. Die Erlebnis, das wir gehabt haben die letzten 2 Jahre, allerdings vor 2 Jahren im Europaspiel und alles. Ich sage die neuen Spieler, dass die nicht kann. Ey, das hier ist ein riesen Vorteil bei uns, dass diese Stimmung, diese Energie, das immer da ist, egal ob du gut spielst oder nicht, oder hinten oder vorne. Und es ist einfach eine Stimmung, dass du nicht merken kann. Aber es ist so, wie es ist. Und wir müssen weiterspielen und versuchen heute noch ein Heimspiel zu gewinnen. Genau. Und im Saisonendspurt, dann haben wir nochmal den Heimvorteil quasi. 4 Spiele zu Hause. Spätestens dann, glaube ich, fallen noch ein paar mehr Siege als bis jetzt der eine Heimsieg, den wir haben. Vielen Dank, Stephen Key, auf jeden Fall danke für die Zeit. Dankeschön nochmal. Alles Gute, Grüße an die Jungs. Ja, und bis später auf dem Spielfeld. Ja, enjoy the game. Ja, danke schön. Also, das ist auch wirklich schön, dass Stephen Key, und das hat er ja auch gemacht, in Deutsch tatsächlich geantwortet hat. Ich war selber nicht darauf vorbereitet. Ich war auch auf Englisch gefasst, aber ich habe gedacht, ich probiere es mal auf Deutsch. Und es ist immer schön, wenn er auch so ein bisschen natürlich erläutert, wie es aussieht, was hinter der Mannschaft steht, was mit drin steckt. Und man hat es ja auch natürlich auch rausgehört, dass das auch für einen Assistant Coach und für das Coaching Staff oder für eben die Coaching oder ich sage einfach so, für die Trainer ist es natürlich auch nicht leicht, wenn immer wieder Spieler ausfallen und so, sich aufzuraffen, aber ich glaube, mit Stephen Key und auch mit Dennis Bucher haben wir da echt ein super Team gefunden, was uns auch durch diese wirklich schwierige Saison jetzt lotst und hoffentlich dann auch die Mission Klassenerhalt bringt. Da bin ich eigentlich, nicht nur eigentlich, da bin ich 100% davon auf jeden Fall überzeugt. Was wir jetzt machen wollen, ist unsere erste Schaltung nach außen. Und zwar müssten wir jetzt nach Köln schalten können. Da wartet nämlich Jens Staudenmeier, er ist Prokurist und auch kaufmännischer und sportlicher Leiter der Easy Credit Basketball Bundesliga. Während wir die Verbindung so ein bisschen aufbauen, versuche ich schon mal so ein bisschen zu erzählen, wer er ist, damit ihr so einen kleineren Eindruck habt von dem, wie er zu dem geworden ist, was er geworden ist. Also er hat selber natürlich, wie immer, früher Basketball gespielt, ne? Einmal den Ball in der Hand gehabt, einmal durch die Reuse geworfen. Schon ist man verliebt in diese Sportart und ist dann tatsächlich auch kein Spieler, sondern Trainer geworden, aber eben auch Schiedsrichter. Also war mit 16 tatsächlich schon Schiedsrichter und hat die Schiedsrichterlizenz erworben und war dementsprechend dann auch als Schiedsrichter wirklich auch auf hohem Niveau tätig, sowohl national als auch international. Das heißt natürlich auch in der BBL hat er gepfiffen und zwar satte 850 Spiele. Das ist ordentlich. Also über 2 Jahre quasi auf dem Spielfeld gestanden und dann nochmal 105 internationale Spiele dazu. Da war man wahrscheinlich auch nochmal mehr unterwegs. Und Jens lauscht schon dem Intro, er, glaube ich, nickt schon, jawohl. Ich mache noch ein bisschen weiter. Danach ging es von der Schiedsrichterkarriere quasi in die nächsthöhere Stufe. Aufgaben bei der Bundesliga, nämlich die Leitung der Abteilung Sport. Heißt eben auch der Schiedsrichterbereich, jetzt aus einer anderen Perspektive, aber eben auch zum Beispiel eben wichtige Dinge wie Spielplangestaltung, Nachwuchsförderung und natürlich auch Weiterentwicklung der Ligarichtlinien. Ordentliches Programm, ordentlicher Lebenslauf und ich hoffe, Jens Staudenmeier, ich habe es auch ordentlich vorgetragen. Stimmt das, Herr Staudenmeier? Ich kann fast nichts mehr hinzufügen. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, ist das ein guter Einstieg. Wir fangen gleich mal mit dem Thema Spielplangestaltung an. Es war ja bis jetzt nicht einfach, aber jetzt wird es richtig ernst. Ne? Also Crunchtime im Saisonendspurt und bis zum Pokalturnier. Eigentlich ist ja auch alles ganz gut gelaufen, keine richtig großen Absagen. Dann aber kam dieser Göttinger Fall. Jetzt haben schon viele Fans gefragt, wie geht es denn dann weiter? Jetzt stehen ja auch die Playoffs an etc. Was ist, wenn jetzt ein Team nochmal ab 30.04. in Quarantäne muss? Wie sind da die aktuellen Pläne und wie plant man? Ja, wie plant man in Pandemiezeiten? Das ist in der Tat eine gute Frage. Man muss in jedem Fall
sofern man das kann, ein bisschen vorausschauend natürlich die Dinge. Du hast die Wesentlichen ja eben angesprochen, muss man schon ein bisschen mitdenken, aber man muss auch bereit sein, andauernd umzuplanen. Das ist ja klar. Was die Spielplanung jetzt angeht, im Endstadium der Saison, ist es natürlich so, dass alles, was bisher platziert ist, quasi total einfach war. Also ich sage mal, es war Kindergeburtstag, Spiel ausgefallen, neu angesetzt und da hat man immer eine Lücke gefunden. Die Hallen sind sowieso verfügbar, alles gut. Und das war natürlich frühzeitig klar, dass an den letzten 5, 6 Spieltagen eng wird, wenn irgendeine Mannschaft nochmal in Quarantäne muss. Den Fall haben wir jetzt auch schon und da haben sich die Clubs frühzeitig darauf verständigt, dass sie einen zusätzlichen Puffer nach Ende der Hauptrunde einplanen von 10 Tagen, maximal bis zum 18. Mai und haben auch entsprechende Mechanismen schon eingebaut, was passiert, wenn dann auch in dieser Phase eventuell Spiele nicht mehr zur Austragung kommen können. Der Modus war ja auch schon mal in den sozialen Netzwerken gelesen, war ja auch vielleicht mal zur Diskussion gestanden, zumindest nicht mal eine Best-of-5-Serie zu spielen, sondern Best-of-3. Ist das was zumindest mal auf einer PowerPoint-Präsentation zu lesen war? Ja, das in etlichen PowerPoint-Präsentationen war das zu lesen. Also, was kann man jetzt dazu sagen, Stand heute? Also, wir befinden uns da noch in finalen Diskussionen natürlich, aber wir haben jetzt sozusagen das Thema schon mal kalendarisch eingekreist. Durch den Quarantänefall von Göttingen wissen wir jetzt schon, dass wir die Saison ein bisschen ausdehnen müssen. Wir haben jetzt heute unser Top 4 neu terminiert auf dem 15., 16. Mai. Das heißt, mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit werden wir die Playoffs am 20. Mai starten. Und was wir auch wissen, das weiß ich deswegen so gut, weil das mein persönlicher Feiertag in diesem Jahr ist, der 13. Juni. Da ist nämlich der Spaß in jedem Fall vorbei, die Saison. Und dann mache ich auch 3 rote Kreuze im Kalender, dass die Anstrengungen sich dann hoffentlich gelohnt haben und wir auch auf sportliche Art und Weise einen Meister ausgespielt haben. Und wenn dieser Zeitraum da ist, dann ergeben sich eigentlich Modi von selbst und auch die Tatsache, was passiert, wenn. Ja, auch das muss man vorzeitig klären, sodass man diese Fälle vorher schon durchdiskutiert hat. Da sind wir gerade in den letzten Zügen mit den Clubs zusammen, da einvernehmliche Lösungen zu finden. Es ist auch so, dass in der zweiten Liga, glaube ich, wurde der Modus ja schon offiziell geändert. Das ist quasi sowas wie die Generalprobe. Ja, aber der Modus ist ja, das werden wir definitiv nicht so machen, also dass wir jetzt irgendwie so neue Gruppen spielen nochmal, okay. Sondern die oberste Prämisse ist ganz klar, dass die, also wenn wir schon sagen, oberste Priorität hat, die 34 Spieltage zu Ende zu bringen, ja, dann muss ja die Hauptrundenplatzierung in irgendeiner Form Wert haben für das, was dann folgt, ja, wie immer das dann aussieht. Und da sind wir auch ziemlich klar, dass wir das so machen werden. Also es wird kein Finalturnier-Revival geben, ja. Wie es im letzten Jahr war. Ja. Während jetzt hinten dran der Einlauf ist, wo normalerweise bei so einem Franken-Derby Bamberg gegen Würzburg die Halle schon brodeln würde, allein schon mal, wenn die Teams zum ersten Mal rauskommen, eine halbe Stunde vorm Spiel, ist es natürlich, Sie sehen es auch, gähnende Leere. Das ist natürlich Corona-bedingt klar der Fall, leider gewesen, auch weil die Inzidenzen wieder hochgekommen sind. Die britische Variante hat dazwischen gefunkt. Es gab ja schon Pläne, vielleicht hätte es kommen können. Aber ich glaube, jeder Sportfan weiß, es ist leider in der Saison jetzt nicht möglich. Die Frage ist aber natürlich jetzt mit Blick auf den Herbst. Die 3 roten Kreuze im Juni gibt es, aber gibt es auch einen grün markierten Bereich, vielleicht irgendwo im Kalender, wo man drauf hofft, dass man sagt, okay, das wäre eine Chance, dass Zuschauer wieder zurückkommen. Wie ist denn der Ausblick auf die neue Saison? Ja, also erstmal muss man dazu sagen, auch in der jetzigen Zeit oder in den letzten Monaten sind natürlich Konzepte entwickelt worden, wie man auch unter Pandemiebedingungen mit einer gewissen Anzahl von Zuschauern spielen kann. Da sind dann Aerosolgutachten und Belüftungsgutachten und hast nicht gesehen, erstellt worden. Es hat ja auch die ersten Tests jetzt bei Veranstaltungen auch gegeben, Stichwort Philharmonie in Berlin beispielsweise, was auch wissenschaftlich begleitet und ausgewertet wurde. Nun ist in der aktuellen Phase natürlich nicht davon auszugehen, dass diese Konzepte auch nochmal mit einer Teilzulassung bis Ende dieser Saison zum Tragen kommen. Aber unterstellen wir mal, auch wenn wir hier und da von den Zusagen bisher enttäuscht wurden von den Politikern, glauben wir mal daran, dass die Bevölkerung tatsächlich bis Ende September durchgeimpft ist, dann
ist ein absolut realistisches Szenario, dass zum Saisonbeginn, der bei uns auch am Ende September liegen wird, nämlich am 24., 25. September, dass da zumindest eine nennenswerte Teilzulassung von Zuschauern absolut möglich sein sollte. Darauf basiert im Übrigen auch die Lizenzierung, die wir jetzt durchführen. Die basiert nämlich auf einem durchschnittlichen Satz von 50%. Also wenn das alles so eintritt, wie man das jetzt sieht, wir haben gelernt, in der Pandemie ist expect the unexpected, ja, das ist auch klar, aber da bin ich sehr optimistisch, dass wir die 50% zumindest auch zum Saisonanfang schon sehen können und dass dann im Laufe der Saison erheblich mehr wird dann auch noch. Also ich hole nach diesem Meeting den grünen Stift raus und markiere mir den Saisonbeginn für die nächste Saison. In diesem Fall mit grünem Stift. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Und wir drücken die Daumen natürlich, dass auch dann diese Konzepte auch greifen. Wenn wir jetzt schon mal die Möglichkeit haben, hier zu reden, wollen wir auch auf das Thema eingehen, was momentan natürlich die Sportwelt sehr beschäftigt. Und das war das Thema oder ist das Thema Superliga im Fußball. Ja, der große Aufschrei war, spezielle Vereine aus England und auch aus Spanien wollen diese Superliga gründen, ihre eigene Liga, wo untereinander gespielt wird. Der Verband ist ausgeschlossen und so mancher Basketballfan hat sich das Kinn gerieben und hat sich überlegt, ja gut, die Situation kennen wir schon. Das, ist ja das haben wir schon, hätte ich auch gesagt. Genau, das haben wir doch schon mit der Euroleague. Genau. Ja, und kleiner Ausblick, das wird weitergehen, denn das, was der Eurocup jetzt plant für nächste Saison, nämlich zwei Gruppen A10 mit 16 von 20 zugesagten Startplätzen für 3 Jahre, ist ja nichts anderes als das, was die glorreichen 12 jetzt da vorgeschlagen hatten. Nun sind die Machtverhältnisse im Fußball natürlich etwas anders. Da gibt es eine starke FIFA, eine sehr starke UEFA, die jetzt auch entsprechend Druck aufgeübt hat. Bei uns ist es ja so, dass die FIBA ja längst nicht mehr der mächtigste Player im System ist. Das ist ja durch die NBA. Da gibt es keine Durchgriffshaftung, Stichwort Nationalmannschaftsfenster, die kommen halt nicht in der Saison. Und von daher gab es auch dieses Einfallstor letztlich für die Euroleague an der Stelle. Und den Schlamassel der Super League Fußball, den haben wir schon. Beim Fußball scheint es ja gut auszugehen. Bei uns ist es nicht gut ausgegangen, wie man weiß. Und naja, das System ist ja ganz nüchtern betrachtet jetzt auch bei den Euroleague-Vereinen. Gibt es ja jetzt 2 zusätzliche Wildcards. 11 hatten wir schon, jetzt sind es 13. Also man sieht, dass das Closed-Shop-System ohne sportliche Qualifikation um sich greift. Und naja, aber wie bewerten Sie das jetzt? Zum Beispiel jetzt mal angenommen Bamberg, auch wenn wir als Würzburger die wirklich nicht mögen, sage ich jetzt auch mal ganz ehrlich. Aber mal da mische ich mich jetzt nicht ein in, ja, die, genau. fränkischen ja. Animositäten. Ja. Aber wenn die jetzt Meister werden würden, ne, dann spielen die nicht im Eurocup und nicht in der Euroleague, sondern ja. Die haben sich... Ja, das ist ja das, was die Fans, ja. Die Öffentlichkeit und die Politik hat ja dann meistens auch was zu sagen in Wahlkampfzeiten. Das ist natürlich das Modell, dass man sich sportlich nicht mehr qualifizieren kann. Das ist dem europäischen Sportgedanken grundsätzlich abträglich, muss man sagen. Und was natürlich passiert, ist ja ganz klar, abgesehen mal von der Bedrohung für die nationalen Ligen. Ich meine, wie ist das Konstrukt zustande gekommen, in dem südeuropäische Vereine durch nicht funktionieren der nationalen Ligen letztlich sich eine andere Spielwiese gesucht haben. So, und das führt dazu, dass die nationalen Ligen immer weniger wert sind. Man muss sich dann auch perspektivisch fragen, wo sollen denn eigentlich die Spieler herkommen, die dann da künftig spielen. Und das Zweite ist natürlich, dass sich der wirtschaftliche Graben auch massiv verschieft, weil wenn ich natürlich wirtschaftliche Planungssicherheit habe und die großen Vereine sich die Taschen immer voller stopfen und für die anderen es immer schwerer wird, in ihren nationalen Ligen Geld zu generieren, dann ist das ein Problem für das Gesamtsystem, muss man ganz klar so sagen. Und da muss man kein Sportpurist sein. Das ist einfache BWL. Jetzt könnte ich natürlich noch fragen, wann wird dieser Basketball-gordische Knoten gelöst zwischen Verband und Euroleague? Aber da müssten wir, glaube ich, noch eine halbe Stunde dranhängen. Da kriege ich noch mehr graue Haare und prognostiziere, dass ich da schon in Rente bin. Ja. Okay, deswegen wollen wir quasi die schlechte Stimmung nicht nach oben beschwören, sondern sagen vielen Dank nach Köln an Jens Staudenmayer für die Zeit, für die ehrlichen Antworten, für den Hoffnungsschimmer Richtung Herbst. Und natürlich sagen wir auch mal danke für die intensive Arbeit für den deutschen Basketball. Das muss an dieser Stelle auch mal sein. Danke. Ja, gerne, ich gebe das auch an die weiter, die da mitarbeiten. Ja, vielen Dank. Definitiv. Alles Gute nach Köln und vielen Dank. Tschüss. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Ciao. Ja,
ehrliche Antworten von dem in diesem Fall tatsächlich richtigen Mann, der für die Organisation des deutschen Basketballs natürlich unablässlich ist und der für die Organisation der Playoffs natürlich dann auch, man hat es schon gehört, vielleicht ein bisschen ins Schwitzen kommt, wenn es dann nochmal heißt Quarantäne oder Co. Wir hoffen es natürlich nicht, drücken allen Spielern, allen Beteiligten, auch wenn wir mit Playoffs dieses Jahr nichts zu tun haben werden, aber trotzdem natürlich die Daumen, dass da nichts mehr dazwischen kommt, auch bei uns jetzt nichts mehr dazwischen kommt und dass die Saison dann zu Ende gebracht werden kann, die keine einfache Saison war und auch definitiv ist. Und das wird wahrscheinlich auch der Mann bestätigen, den wir jetzt zuschalten. Während wir die Verbindung aufbauen, stelle ich ihn wieder vor. Wir schalten nämlich in diesem Fall nicht nach Hause, sondern wieder an die Courtside-Stelle und sagen herzlich willkommen an Philipp Galewski, erster Geschäftsführer von Große Bamberg. Ich habe natürlich wieder ein bisschen vorrecherchiert. Leichtathletik war quasi die erste Sportart, für die das Herz geschlagen hat. 10 Kämpfer gewesen, deutsche Meister, Wehrkampfmeisterschaften geholt natürlich. Tatsächlich mittelfränkischer Meister auch mal geworden. Dem Sport treu geblieben, Sportökonomie in diesem Fall, Universität Bayreuth. Dort unter anderem, habe ich auch gehört, Kommilitone von unserem Athletik-Coach in diesem Fall und auch von unserem Marketingleiter. Also es gibt ein paar Verbindungen. Grüße vom Philipp an dieser Stelle. Und nach dem Studium dann in Bayreuth geblieben, beim Unternehmen Medi und dann auch Geschäftsführer geworden 2014 von Medi Bayreuth. Dann 2 Jahre ohne Sport und jetzt Geschäftsführer von Große Bamberg. Und ich sage herzlich willkommen zum Franken-Derby, leider ohne Fans. Hallo, guten Abend. Was vergessen wurde, ich habe auch noch ein Jahr in Würzburg studiert, also insofern... Ach so! Mir ist Zauberberg, Brauhaus und so alles noch ein Begriff, insofern, ich kenne mich hier bestens aus. Ja, also ich würde sagen, es ist nicht einfach für einen Bamberger Geschäftsführer vor einem Franken-Derby Sympathiepunkte zu sammeln in einem Live-Call, aber Ihnen ist es gerade perfekt gelungen. Ja, kommen wir mal zum Thema Basketball natürlich, Franken-Derby mit leichter Verzögerung, muss man ja sagen, es muss ja neu angesetzt werden, weil... ihr mit der Mannschaft in Tschechien auch gespielt habt, dann musstet ihr in Quarantäne. Trotz alledem, Fazit zur Teilnahme an der Champions League, Daumen nach oben. Ja, also erstmal müssen wir uns bei Steffen Liebler bedanken, dass er uns da wirklich sehr entgegengekommen ist und uns immer geholfen hat, dass wir auch dieses Spiel dann auch relativ unkompliziert verschieben konnten. Das Fazit ist so ein bisschen gemischt, um ehrlich zu sein, weil gefühlt hätten wir es durchaus verdienen können, auch ins Top 8 einzuziehen. Also wir wurden halt massiv benachteiligt dadurch, dass wir einfach mit Tschechien einen Gegner hatten, wo wir einfach nicht einreisen konnten richtig oder beziehungsweise nachher in Quarantäne mussten, wo wir die nach Deutschland bekommen haben. Und es war so ein bisschen schade, weil wir haben eigentlich eine ganz gute Saison gespielt in der Champions League und sind so ein bisschen um den richtigen Lohn gebracht worden. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn wir jetzt auch zu dem Top 8 müssten mit diesem Spielplan, den wir jetzt in der BBL hätten, wäre, glaube ich, auch ein bisschen hart gewesen, zumal das Top 8, soweit ich mich jetzt richtig erinnere, kann in Russland stattfindet. Das wäre, glaube ich, auch nicht so angenehm gewesen. Aber beim Thema Champions League, wir hatten es ja vorher auch mit Herrn Staudenmeier drüber, ihr habt euch ja der Champions League quasi verpflichtet. Jetzt kam das Thema auch Superliga auf. Wir haben davor schon diskutiert, ich weiß nicht, ob Sie mit gehört haben, wie wir schon diskutiert haben. Wie ist denn Ihre Meinung zum Thema Superliga und natürlich aber auch, wie sicher sind Sie noch hinter der Entscheidung, in der Champions League weiterhin den richtigen Hafen gewählt zu haben für das Basketballprojekt von Große Bamberg? Also ich habe tatsächlich nicht gehört, was der Jens Staudenmeier gesagt hat, weil mich hier der Christiel noch zugebrappelt hat mit irgendwelchen alten Geschichten aus dem Studium. Ja. Nein, also tatsächlich, wir haben uns verschrieben, wir haben so den Rahmenvertrag mit der Champions League gemacht. Das muss man zum einen mal klarstellen. Zum anderen muss man sagen, diese Entwicklung, die es da jetzt gibt mit Super League, das ist natürlich eine einzige Katastrophe aus meiner Sicht, weil ich bin einfach ein ganz großer Verfechter davon, dass man sich sportlich für einen Wettbewerb qualifizieren muss. Und das muss immer die oberste Prämisse sein, um dann irgendwo in einem Wettbewerb teilnehmen zu dürfen. Und das ist auch irgendwo der Lohn für die vergangene Arbeit. Also ich kann mich erinnern, als Geschäftsführer von Bayreuth, bei uns war das wirklich das Größte, dass wir dann mal, wie wir auf Platz 4 nach der Hauptrunde waren und dann im Viertelfinale gegen Oldenburg ausgeschieden sind. Aber für uns war es ein richtig gutes Gefühl, dass wir damals dann in der Champions League in der nächsten Saison spielen konnten. Und ich glaube, wenn man dann einfach so ein Abonnement hat und immer dann in dem gleichen Wettbewerb spielen darf, ich weiß nicht, da geht für mich irgendwie so ein bisschen der Reiz verloren. Und da bin ich einfach zu sehr Sportler, um ehrlich zu sein. Definitiv. Und es wird ja auch schon ein bisschen zurückgerudert jetzt, die letzten Schlagzeilen. Ne? Da waren ja verbrannte Fanshirts von Chelsea, London und Co. Also man hört ja auch, dass der Gegenwind natürlich größer ist. Aber das hat Herr Staudenmeier auch gesagt, natürlich die Macht des Verbandes ist beim Fußball eine ganz andere als beim Basketball, muss man ja sagen, leider in diesem Fall. Aber diesen gordischen Knoten zwischen Verband und Euroleague, den werden wir, glaube ich, beide auch nicht lösen können, selbst wenn wir alle fränkische Power zusammennehmen würden. Deswegen blicken wir jetzt lieber erstmal hier auf das, was heute passiert und natürlich auch auf das Thema Playoffs. Bei euch schaut es ja ganz gut aus. Wo soll denn die Reise noch hingehen? Ja, ich sag mal so, wir haben jetzt, es ist dem einen oder anderen vielleicht nicht so ganz aufgefallen, weil er nur zu Hause auf dem Sofa sitzen durfte und immer nur die Spiele im Fernsehen gesehen hat. Wir hatten ja einfach
Ich glaube, das, was jetzt Würzburg auch in den kommenden Tag und Wochen bevorsteht, dass sie sehr, sehr viele Spiele hatten, das hatten wir eigentlich schon die ganze Saison. Also wir hatten eigentlich fast durchgehend immer mindestens 2 Spiele in der Woche. Und da merkt man einfach schon, dass wir einfach Spiele auch abschenken mussten. Und gleichzeitig hat uns das aber auch gewissermaßen auf die kommenden Wochen und auch auf die Playoffs gewissermaßen vorbereitet, weil wir halt es einfach gewohnt sind, sehr, sehr viele Spiele innerhalb kürzester Zeit zu spielen. Und ich hoffe einfach, dass wir dadurch einen gewissen Vorteil haben. Ich sag mal so, man muss eigentlich davon ausgehen, dass wir in der ersten Runde auf Ludwigsburg treffen werden als Achter. Und ich hoffe wirklich, dass das dann ein Vorteil für uns ist. Und ich glaube aber auch, wir haben es auch in Oldenburg gesehen, wo wir eigentlich das Spiel nur sehr knapp verloren haben. Wenn wir da noch ein paar Könner haben, wenn wir alle gesund bleiben, dann glaube ich schon, dass wir zumindest eine gewisse Chance haben, das Halbfinale erreichen zu können, wenn wir gegen Ludwigsburg eben entsprechend gewinnen. Die nächste Frage gilt nur ein Vereinsname und keine diplomatisch lange Antwort. Wer wird deutscher Meister? Bayern München hätte es aus meiner Sicht aufgrund des richtig starken Abschneidens international verdient, aus meiner Sicht. Okay. Aber wir werden alles tun, damit wir ja, genau. Jetzt kommt die Diplomatie dazu. Okay, alles gut. Ja, ja. Aber Prognose noch natürlich. Wann findet das nächste Derby mit Fans statt? Wieder in der Arena? Was glauben Sie? Am 5. Oktober 2021. Das würden wir, glaube ich, auch unterschreiben. Und als letztes noch die Prognose für heute Abend. Was ist Ihr Tipp? Ich glaube, dass wir mit so viel Rückenwind hier in das Spiel gehen werden, dass wir es trotz der Doppelbelastung, weil wir eben erst vor 2 Tagen gespielt haben, trotzdem heute schaffen werden, in einem harten Kampf uns den Sieg zu holen. An dieser Stelle möchte ich diesen Stream abbrechen. Sowas kann ich nicht unterstützen und unterschreiben als Hallensprecher von SV Würzburg. Ich schmeiße Sie jetzt eigenhändig auf das Stream. Nein, vielen Dank, Herr Kalewski, für die ehrlichen Worte. Alles Gute, bleiben Sie gesund, alles Gute natürlich auch ans Team. Und vielen Dank für die ehrlichen Worte auch. Gerne. Schönen Abend euch. Dankeschön. Jawohl. Ja, da haben wir wieder ein bisschen auch natürlich reinschauen können in die Insights unserer Gegner. Und ja, wie gesagt, den letzten Punkt unterschreibe ich definitiv nicht. Das sage ich jetzt nochmal ehrlich, auch wenn er weg ist. Ja, wir haben jetzt noch ein paar Fragen von euch tatsächlich reinbekommen. Und ich hoffe gerade, ich habe jetzt nicht, jetzt muss ich ein bisschen klicken, sorry, wenn ich nicht in die Kamera gucke, aber das ist hier im Tribünen-Office. Ich bin die Bildschirme gerade vertauscht. Und jetzt kamen noch Fragen mit dazu, die wir hoffentlich beantwortet haben. Ansonsten reichen wir die gerne auch nochmal nach und schicken quasi nochmal auch über Social Media die beantworteten Fragen raus. Julian hat zum Beispiel sich auch gemeldet. Ich hoffe, Julian, wir haben das ein bisschen mit reingepackt. Falls nicht, sorry dafür, aber die Regie blendet mir jetzt gerade noch ein paar Sachen mit ein. Und da kommt noch die Antwort, kaum zu glauben aber war, wir haben heute mehr Importspieler, 6 nämlich am Start, als die Bamberger. Nämlich Wurf und Vitali sind beide verletzt, kommt gerade nochmal als Input rein, also das nochmal als kleinen Stream. Und wir haben die beiden Gewinner, das kann ich jetzt noch sagen. Sorry, wenn ich, wie gesagt, bei Frage und Antwort heute nicht ganz dieses Feld mitnehmen konnte. Ich hoffe trotzdem, dass wir das Thema, was ihr hattet, auch aufgreifen konntet. Und bevor ich jetzt runter aufs Feld stürme, der erste Gutschein geht an, ausgelost, Alex Summit. Alex Summit, das ist dein Gutschein, wir schicken ihn dir zu. Und der zweite Gutschein, kleiner Trommelwirbel, geht an Nadja Mörlein. Glückwunsch, herzlich willkommen im Team der Gewinner. Und jetzt gleich muss ich runtersprinten. Aber bevor ich quasi hier Tschüss sage, sagt auch ein anderer Tschüss, der Tschüss sagen will. In diesem Fall, das hat Tradition. Die letzten Worte kommen von Steffen Wiebler, unserem Geschäftsführer, der euch natürlich auch nochmal einen kleinen Gruß nach Hause schicken will. Servus, Steffen. Servus, Simon. Viel Spaß gleich beim Action machen in der Halle. Ja, danke. Ja, auch von mir nochmal herzliches Willkommen und vielen, vielen Dank erstmal an alle Gäste, die teilgenommen haben. Dank an Philipp Galeski aus Bamberg, dass er das mitgemacht hat, auch an den Staudenbayer nach Köln. Ist, hoffe ich, ein super interessantes Programm wieder für euch alle gewesen. Ja, mir tut es gleich wieder in der Seele weh, sage ich mal, hier auf einer leeren Tribüne das Spiel anzuschauen. Ich glaube, heute könnt ihr wirklich jeden einzelnen Fan von euch gebrauchen. Ich glaube, in der Phase der Saison so ein wichtiges Spiel, so ein Derby, da würde heute nämlich die Hallendecke wegfliegen. Sei es drum, wir haben versucht, der Mannschaft viele Bilder zu zeigen von Spielen von vorher, wie die Stimmung hier ist. Wir haben sie versucht, so ein bisschen mitzunehmen, was hier los wäre, dass wir einfach so ein bisschen positives Feeling rüberbringen. Und dann hoffen wir einfach mal oder schauen wir, dass wir heute das Derby irgendwie für euch alle wuppen können. Es wird so eine harte Restsaison, aber wir sind positiv, dass wir das packen. Danke euch allen und viel Spaß beim Spiel.